Ja, wir können eigentlich mal ins nächste Video gehen, und zwar von Bratan Productions, der Porsche-Test mit Knossi. Herzlich willkommen, Braturas, zum Autogeilnis-Test. Mein Name ist Slavik Junge und wir testen heute zusammen den Porsche Cayenne Coupé S. Ach krass, den Cayenne haben die, okay. Mit 440 PS von 0 auf 100. Oh, nur den S. 5 Sekunden fährt Dabbach, das brauchen wir alles nicht, denn wir testen, wie geil ist dieses Auto, wie gut kommt es bei Mädchen an und viele, viele andere Kategorien. Deswegen lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee, holt euch Chips, holt euch Ben Jerry Eis und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ich brauche auf jeden Fall eine Espresso-Maschine. Spürst du was am Arsch? Wir haben kurz Dreh. Dieser Eingang erinnert mich ein bisschen an die Strandpromenade in Saint-Tropez. Was? Porsche Cayenne S, typischer Rentnerwagen 220. Es kann, ich habe viele ältere Damen in so einem Auto gesehen in Düsseldorf. Tatsächlich. Da sehe ich schon den Porsche. Alles einfach Full Haram. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben vernünftige Ausdrucksweisen. Also das Video wurde auf jeden Fall nicht von Porsche genehmigt. Da kann ich mal eine Sache sagen. Bitte schön, Chris. Chris ist der Babbo hier von Rent Division. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, schick das Ding mal nach Stuttgart, hör mal, die bomben dich weg. Also Stuttgart, da, oh Mann, ey. Dann würde ich sagen, hat keinen Keyless. So, würde ich schon mal sagen, Keyless Go nicht bestanden. Das kann man, glaube ich, extra bestellen. Hallo? Кто это? А, здрасте. А, Цветан, может Лена выйти на улицу? А это кто? Славик. Пожалуйста, поднимитесь наверх, я хочу с вами познакомиться. Мута есть там, блядь, ёбаный врон. Thank you. Slavik wurde, also Slavik mit seiner Musik hat er sehr, sehr großen Erfolg und wurde unter anderem auch von den beiden Jungs, die unter anderem auch Banger Music, glaube ich, nicht glaube ich, also die auch Banger Music, das Management betreiben. Und ich denke, bei ihm wird man musikalisch noch einiges in der Zukunft sehen. Ja, ist er das. YouTubes, des Twitchs hat sich hier versammelt, hier. Schau dir mal bitte die Konturen seiner Augenpartie an. Bitte schön, Manimark, die Ärztin, Frauenarzt. Ist das der Neue oder was? Der Neue. Leck mich am Arsch, Junge. Wie ist der? Mach mal Sound an. Ja, warte. Nee, den nehme ich. Sag ich echt. Wie ist der? Mach den fertig für mich. Pack den ein. Pass auf, Vorsicht, Vorsicht! Was denn? Jens! Mensch! Langsam! Pass doch mal auf! Hallo, wie sieht das aus? Steht mir das? Du weißt, es ist kein Passwort in meiner Welt. Du musst mich verstehen, auch wenn es dir nicht gefällt. Karotschi, meine Damen und Herren, wir dürfen natürlich nicht den alligatorischen Fußtest vergessen. Denn dieser ist wichtig. Wie gut und wie komfortabel kommen wir mit dem Fuß aus dem Fenster? Also, ich muss sagen, sehr, sehr viel Freiraum. Es fühlt sich auch sehr komfortabel an. Drückt nicht zu sehr. Ein bisschen drückt es hier hin. Boah, ich würde so gern die Gesichter von den Personen in Stuttgart sehen. Rein durch diesen kleinen Winkel. Aber eigentlich im Großen und Ganzen muss ich sagen, Fußtest bestanden. Hattest du den Turbo S oder Turbo S E-Hybrid? Ich hatte Turbo S E-Hybrid tatsächlich. Der war extrem krass. Ich glaube, der hatte 700 PS. Also dasselbe Auto, was er hat, halt nur in der extremsten Variante. Und also damit ist man 300 gefahren, als wäre es nichts. Also es war ein brutales Auto. Brutal. Frage, kann ich nicht mit mehr von hinten kommen? 680 PS? Okay, ja. Gut. Здравствуйте. Спасибо. Это вам. Ой, спасибо. Прямо с вазочкой пригласили. Да. Ой, нравится спасибо. Вам? Да, только эту вазочку с цветами сама туда поставила.
Где? Ну так я ее на подоконник поставила, чтобы у нас красиво было в коридоре. А ну, зачем мам, перестань, ничего страшного, Сайк. Я пошла, хорошо? Так вы поставьте вазочку на место. Куда ты хочешь собирать? Куда ты собираешься? Ну, мам, мы идем. Сайк, ну, здравствуйте. В следующий раз вы сами цветы принесите, да? Не берите мои, а принесите вот. А эта идея с вазами, его идея была. Давайте я поставлю назад. Марк, kannst du Russisch? Ein Tschüt-Tschüt, ja, aber nicht viel. Schuh, Schnecke, wie geht's? Ja. Na? Ну, я возьму бутербродик. Тут нормально, да? Тут вот, да? Voll peinlich, wie ein Lauch, blöd. Ich schenke ihr ihre eigenen Rosen, blöd. Du weißt, es ist kein Passion in meiner Welt. Du musst mich verstehen, auch wenn es dir nicht gefällt. Es gibt nur eine Nacht zwischen tausend, hättest du sie mir geschrieben, wäre ich bei dir und nicht raus. Lenkrad ist ein bisschen auf. Auf was? Auf Schniedelwurz. Auf wie? Auf Schniedelwurz? Guck doch mal. Kannst du auch verstehen. Ja, gefällt dir doch ein bisschen, oder nicht? Ich guck mir ja auch gerade Porsche an, ist kein Witz. Panamera. Ah, damals war das. Okay, als er sie noch nicht geholt hat. Ah, okay. Den kenne ich gar nicht. Warst du gestern ficken? Warst du gestern ficken? Oh mein Gott, nicht, ach, diese Woche. Vorsicht, Jens Jobmann über Ort, guck dir den Kofferraum an. Stabil, oder? Lass testen, wie viel reinpasst. Komm, Manni, auch rein. Manni, ja, passt du auch noch rein? Spürst du was am Anus? Nee, noch nicht. Aber gleich. Was geht? Und jetzt geben wir Gas, ja? Ganz gut. Kofferraum! From outside of the south side, scream Harvey World and they mouth wide, scream Riverdale and they quick to tell. I'ma give them hell to lay about time. Wir kommen zu der nächsten Kategorie, der Schminktest. Perfekt, ich habe hier einen roten Lippenstift. Was von Dings piepen wir? Blatt von Polenmarkt, nicht von. Warte, ich mach hier Spiegel. Eins, zwei, drei. Was mit dir? Was? Hast du Haare geschminkt? Warum hast du Haare geschminkt? Das erinnert mich ein bisschen an deine Kindheitspuppe. Sag mal, euch beide nebeneinander. Wer ist die Hübschere? Ich. Ja, genau. Die war. Hast du noch Eyeliner? Boah, mit dem Auge ist anders gefährlich. Stell dir mal vor, dieser Stift. Wir uns an. Sag mal. Sag mal. Okay. In Russland sagt man, der Zirkus ist weggefahren, die Clowns sind geblieben. Eyeliner-Test. Bestanden. Lippenstift-Test nicht bestanden. Was? Bestanden. Entschuldigung, können Sie ganz kurz herkommen? Ich wollte hier nur den Kofferraum zeigen und dich fragen, ob der Kofferraum groß genug ist. Wie findest du den Kofferraum? Ist er groß genug oder wie findest du den? Ist gut? Willst du die mitnehmen? Nee, ich dachte, du nimmst sie jetzt mit dem Kofferraum. Gut. Ciao. Also, mein Lieber, wie findest du jetzt das Auto? Habt ihr es gesehen? Knossi auf Schuhschnecke, wie geht's, angelehnt. Achte mal bitte auf Knossi. Guck jetzt, guck jetzt. Nur mal abchecken hier. Mein Lieber, wie findest du es gesehen? Knossi, Alter, ich bin ja völlig perplex, ey. Sag mir mal, wie dein Traummann aussieht. Jetzt außer ich, aber sonst generell. Gut von außen, ich mag 3-Tage-Bart. Ich mag dunkle Haare tatsächlich gerne, aber auch blonde, aber kommt drauf an, blaue Augen sind wunderschön. Kannst auch einen Blue-Line-Welpen holen, haben blaue Augen. Sportlich schon, also muss nicht breit sein, aber sportlich, so athletisch, weißt du? Wenn du dünne Finger hast und so kleine Hände, finde ich das nicht so männlich, wie wenn man halt eine größere Hand hat, auf jeden Fall größere Hand als die Frau. Um auf Arsch zu klatschen, oder? Und auf Brüste zu hauen, nicht zu hauen. Ich habe das nicht gesagt. Du weißt, was ich meine. Und was ist dein Traumjob? Pornodarstellerin. Ja? Nein. Aber wir schneiden.
Okay, also ich muss sagen, das Auto-Review, es ist mit Sicherheit ein tolles Auto-Review. Kein Disrespect an dieser Stelle an Slavik, das ist nur, das Kleid ist etwas kurz und so weiter und nicht das, also das besser jeder schaut, der Interesse hat, sich das nochmal privat an, also.